Okay. Wohlverwählten Fang großziehen. Wertvollen Begleiter, okay. Ich spüre, wie meine Stärke zunimmt. Ja, holy shit. Eine neue Tat abgeschlossen. Okay. Das Auge Odins und baut euren Stamm neu auf. Ja, wir. Okay, aber wieso geht Z nicht? Letztes Gebäude. Okay, Karte. Bauen. Das wird interessant. Seilstein. Steinklingel. Okay, schauen wir mal, was wir da so finden. Jotunblut. Was bist denn du für einer? Hau da aufs Maul! Die geht ein wenig zu gut. Okay, mehrfaches Aufheben. Hinweise anzeigen. Gluck, gluck. Okay. Da wird es wahrscheinlich am Anfang nur relativ wenig geben. Okay, da können wir uns ducken. Player-Menü. Das ist wie so ein Adlerauge bei Assassin's Creed. Das haben wir noch nicht ganz verstanden. Wie kann ich das auswählen? Macht er das jetzt automatisch, dass er trinkt? Okay, X ist anscheinend trinken. Drücke, um das Baumenü zu öffnen und ein einfaches Feuer zu bauen. Ihr findet es unter den Wildnisfertigkeiten-Kategorie. Das einfache Feuer brennt aus, wenn der Brennstoff aufgebraucht ist und kann nicht wieder verwendet werden. Okay. Bauen, letzte. Karte, Playmenü. Wie ist denn das jetzt gegangen? Moment. So, das sind Sinn und Götter Tagebuch Tutorials. Ah, okay, jetzt check ich's. Ja, wo müssen wir denn überhaupt ziehen? Schilf. Okay. Wir sammeln jetzt den ganzen Schilf.
Rauszoomen. Okay. Funktioniert eigentlich nicht gescheit. So, okay. Ich glaube, wir sollten den Flammen noch. Drücke unter das Baumenü. Stöcke, Fasern. Das ist jetzt nochmal dieselbe wie vorher. Erfordert Äxte. Kleiner Stein. Schauen wir ins Baumenü. Da müssen wir doch bestimmt Steinaxt. Steinklinge Herstellungsmenü. Oh, da gibt es hier einiges. Steinklinge. Stellen wir doch mal gleich her. Was haben wir da hinten? Wieso pulsiert das? Schild. Okay, das sind Waffen. Aber brauchen wir für die Axt noch mehr? Okay, da brauchen wir so ein Seil und Holz. Dann begradigen. Okay, da kann man ja einiges machen. Seil werden wir mit Faser machen können, oder? Kann in Flachsbüschen Ried und Rinde gefunden werden. Unentbehrlich für die Herstellung von Kleidung, Rüstung und Seilen. Okay, müssen wir schauen. Ob das ist ein Schilf. Da ist schon wieder so ein. Die safteln ja komplett. Hat der vorher auch was fallen lassen? Das haben wir natürlich nicht. Haben wir nicht aufgepasst. Okay, der möchte anscheinend unbedingt, dass wir Feuer bauen. Gehen wir die nochmal verprügeln. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Aber er ist verwirrt. Wispvernichter. Bin nicht mehr so stark. Drücke B, um Gefahren geschickt auszuweichen. Zack. Ja, geil. Was haben wir sonst noch für Taten? Töte ein Wulfar. Töte ein Skelett. Also wir müssen viel töten. Er möchte unbedingt, dass wir Feuer bauen. Schauen wir mal, Tutorial-Taten. Na, das Feuer war dann da, oder? Einfaches Feuer, genau. Könnte man sogar herstellen. Wenn die Feuer zwangs auf der Karte, das ist schon mal gut. Wir bauen uns jetzt erst einmal ein Feuer da, wo wir gestrandet sind, würde ich sagen. Haben wir
Haben wir nur irgendwas vergessen? Nach links drehen, nach rechts drehen. Ah, okay. Zack! Hier Baumaterial zum Simplify hinzugefügt. Fehlende Vorräte, was fehlt uns jetzt? Okay. Die Frage ist, wie können wir sprinten? Können wir überhaupt sprinten? Fasern? Verwerfen. Okay, da brauchen wir Spitzhacke. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie... Holz kriegen ohne... ohne die Hacke. Oder beziehungsweise die Axt. Kein Werkzeug. Okay, das bringt uns gar nichts. Ich sehe jetzt ja ungern so weit vom Anfang weg. Ich werde langsam durstig. Es ist Meerwasser, da würde ich nicht trinken können. Ja, wird er wahrscheinlich kalt werden mit der Zeit. Du lässt doch was. Holz fallen, oder? Da waren das Fasern. Oh, wir haben Chaos da mehr. Stock, okay. Vielleicht. Was ist denn das? Erstmal winken. Okay. Wasserschlauch. Ein einfacher Wasserschlauch enthält bis zu 5 Liter Flüssigkeit. Wird hauptsächlich zur Beschwörung von Dorfbewohnern am Auge Odins verwendet. Man kann Dorfbewohner beschwören. Reed. Stock. Vielleicht ist es sinnvoll. Fasern. Reed und Rinde gefunden. Also wir brauchen jetzt einen Fasern. Ja, Axt können wir noch nicht bauen, oder? Genau, wir brauchen ein paar Seil. Ja, dann haben wir halt deutlich bessere Chancen, dass wir an Holz kommen. Vogelnest. Inventar voll. Oh, Inventar, da war's Inventar. Große Gegenstände.
Okay, man kann bloß einen großen Gegenstand wieder mal benutzen. Kann aus Schilf gewonnen, kann für Fasern geerntet werden. Kann für Fasern. Kann in Flachsbüschen Ried und Rinde gefunden werden. Unentbehrlich für die Herstellung von Kleidung, Rüstung und Seilen. Die Frage ist, wie man das in Fasern umwandeln können. Okay, also das ist aber nur Stein, oder? Kleiner Stein aufgehoben. Ja, vielleicht sollte man das Schilf abfallen lassen. So viel Schilf werden wir jetzt am Anfang wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ich bin etwas hungrig. Ja, ich befürchte, dass wir am Anfang nicht sonderlich lang überleben werden. Wir müssen ja erst einmal. Nahrungsquelle. Muscheln gesammelt. Okay, da gibt es wahrscheinlich dann verschiedene. Dicke Wasser in der Natur. Vielleicht hat der nochmal Fasern. Aha. Wir steigern schon mal unsere Kraft. Da ist nochmal, ne? Heilen wir uns automatisch mit der Zeit. Zack. Das nehmen wir natürlich. So, jetzt können wir ein Seil machen. Perfekt. Und dann machen wir gleich eine Steinaxt. Ja, geil. So, was schauen. Können wir das irgendwie? Okay, so kann man Muscheln essen. Ich seid nass geworden. Ah, okay. Springen, rollen, hacken. Hocken. Reicht dann Rüsch? Okay, Steinhacke braucht man vielleicht dann noch. Nur. Und Wasser sollten wir irgendwie finden.
Raumfeld. Das müssen wir sogar klar hacken. Einfach Harz. Das gefällt mir schon sehr gut. Können wir jetzt bereitstellen? Wir brauchen noch mehr Holz. Aber das war. Okay, ist wieder Schilf. Ja, dann hacken wir ein bisschen Holz, würde ich sagen. Aber wir verdursten. Da ist der Wald. Ja, da ist halt ein Meer, das ist halt alles nicht optimal. Schauen wir mal, ob wir irgendwo. Oh, Bären. Können wir die wissen? Okay. Die sind dann so als Nahrungsquelle. Können wir die fallen lassen? Wir brauchen jetzt erst einmal Holz. Was haben wir denn da? Bärensamen. Flachs. Okay, die hätten Fasern gegeben. Okay, wir brauchen eine bessere Axt für größere Bäume. Okay, dann hauen wir jetzt die jungen Tannen alle nieder. Bietet Brennholz. Sollten wir erst einmal so ein kleines Lager bauen. Zumindest wenn uns die ganze Zeit sagt, dass wir ein Feuer bauen. Macht es wahrscheinlich Sinn. Einfach. Ist unser Inventar schon wieder voll? Rinde. Dann schmeißen wir das weg. Ein bisschen was brauchen wir ja nur für. Wann ist 4 Holz? Ja, einen Baum haben wir nur. Dann haben wir es definitiv genug. Aber unser Rucksack ändert sich auch, je nachdem, was wir dabei haben. Ihr habt einen Morddurst. Okay, das ist jetzt sehr ungut. Kannst du das fallen lassen? Wir brauchen Wasser. Ja, das könnte jetzt echt ein Problem werden. Was haben wir da? Von Federn.
Das ist ja jetzt sehr ungut, wenn wir jetzt verdursten, bloß wenn wir jetzt da in der Nähe kein Wasser haben. Okay, wir müssen jetzt Bären suchen. Dass wir mal wieder. Dass wir genug haben, dass wir eine Zeit lang überleben. Dass wir da nicht so Probleme kriegen. War das ein Reh oder war das irgendwas anderes? Okay. Auf denen wächst auch irgendwie Gebüsch. Also bis wir jetzt normale, also eine normale Wasserquelle finden. Haben wir uns halt die ganze Zeit mit Bären voll. Okay, aber da scheint es wenigstens viel Bären zu geben. So, und dann machen wir endlich mal unser Lagerfeuer. Wahrscheinlich haben wir vorher die ganze Zeit Wasser getrunken, weil wir die falsche Taste gedrückt haben. Das check ich auch noch nicht ganz. Wie man. Ah. Springletzter Angriff. Vielleicht hab's im Inventar bauen letztes. Bin nicht mehr gut hydriert. Okay, das. Ah, jetzt check ich es. Also man kann das Schnellmenü mit. Was ist das? L1? Nein, LT. Und dann mit X machst du automatisch das, was gerade ausgewählt ist. Oder? Nein, ist automatisch. Ich check's noch nicht ganz, aber. Wenigstens verrecken wir jetzt nicht. Hat nicht ganz so hin. Ein einfaches Feuer. Gebäude verbessern und Erweiterung bauen. Verbessere oder erweitere dieses Gebäude. Reiße das Gebäude oder jegliche Erweiterung, über die es verfügt, ab. Ah, okay.
Dann muss gleich aufwerten. Kleine Licht- und Wärmequelle. Die einfachste Art, sich nachts warm zu halten, verschwindet, wenn der gesamte Brennstoff verbraucht wurde. Kann durch Regen ausgelöscht werden, kann zu einem Lagerfeuer aufgewertet werden, das wiederum mit einem Grill oder einem Feuerschutz aufgewertet werden kann. Ja, die Frage ist, sollen wir das gleich aufwerten? Ist jetzt aufgewertet oder ist nicht aufgewertet? Bereitstellen. Aha. Das brauchen wir nicht mehr. Wird bereits aufgewertet. Ja, okay. Aber wie es ausschaut, Feuer wärmt euch nicht mehr. So wie es ausschaut, können wir da nichts kochen momentan. Dorfbewohner 0 haben wir. Sind wir schon so weit gegangen? Ja, ich würde sagen, wir marschieren einfach ein bisschen weiter raus. Beziehungsweise ins Landesinnere, damit wir mal Wasser finden können. Das wollte ich nicht. Aber wieso wäre das nicht aus? Er müsste doch jetzt eigentlich. Okay, mit der Tastatur funktioniert's. Aber wie wechseln wir dann die Waffe vom Schnellmenü? Da geht auf Bären. Jetzt. Ja gut. Dann schauen wir ins Landesinnere. Haben wir denn da? Quelle von Federn, also das war das Vogelnest. Knoblauch. Ja, nimm auch mit. Also alles, was irgendwie Nahrung ist. Und Bär natürlich. Natürlich Wasserspeicher. Den wir natürlich sammeln. Okay, und in der Trinkflasche zeigt es dann auch, wie voll der Wasserschlauch ist.
Das ist schon mal praktisch. Hinweis anzeigen. Herzlich willkommen. Drücke A, während das einfache Feuer geöffnet ist, und öffne so das Gebäudemenü. Navigiere dort zum Tab Aufwerten oder Erweiterungen und werte das einfache Feuer zu einem Lagerfeuer auf. Ja, bei uns ist es jetzt eh schon in Arbeit. Das Lagerfeuer kann wieder verwendet werden, wenn es mit Brennstoff aufgefüllt wird. Also es verschwindet dann nicht einfach. Es hält außerdem dem Wind besser stand als das einfache Feuer. Regen und Schnee werden es jedoch löschen. Also solltest du noch eine Möglichkeit suchen, es weiter zu verbessern. Okay, verschwinde. Gut. Ja, bis jetzt finde ich das mega, aber noch etwas überfordert für den Anfang. Besonders mit den. Mit der Kombination mit dem Controller. Der Jotunblut. Spitzhacke war dann auch nicht schlecht. Und das mit den Dorfbewohnern ist nur interessant, wie das dann funktioniert. Flachsfasern. Steine braucht man. Aber können wir eventuell sogar schon machen, oder? Spitzhacke. Also Seil, Stöcke und Steinklinge. Holzhacke. Für was brauchen wir denn eine Holzhacke? Wird zum Räumen und Einebnen von Gelände verwendet. Holzhammer. Was Bauwerkzeug. Ja, wir sollten uns vorher schon mal auf die Grundsachen beschränken, oder? Spitzhacke, Steinaxt. Also Steine, Holz und Seil. Gehen wir da Stein. Okay, Seil. Seil können wir zu Genüge herstellen. Machen wir gleich 5, oder? Gleich was geht. Aber so viele Steine habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Okay. Das ist auch noch, jawohl. Natürlich wieder Schilf bis zum Abwinken. Ja, dann bauen wir uns gleich 5 W, weil das, 5 W geht nicht. Dann machen wir uns aber gleich 2 von denen. Stöcker brauchen wir nur. Stöcker. Das war jetzt falsch. Wolken ziehen auf. Den werden wir noch nicht abhacken können. Dann haben wir nur mehr Bam, einen Baum um. Holzfällerei 7. Ist aber schnell gegangen. Oder war das auch eins? Geht
Tanne für lange Stücke. Das werden wir dann wahrscheinlich brauchen, wenn man Häuser baut oder so. Die werden wir auch noch mehr ernten, würde ich sagen. Wir brauchen mehr Stöcker. Das haben schon gut gemacht. Inventar ist voll. So, wo war jetzt unser Lager? Okay, das ist wieder dasselbe. So. Okay, es ist ausgegangen. Jetzt haben wir es aufgewertet gehabt, oder? Feuerschutz. Grill. Ja, so wird man dann wahrscheinlich erst einmal einen Feuerschutz bauen. Und dann. Haben wir da nicht genug? Ja, Fackel oder sowas war nicht schlecht. Ist eine Lichtquelle. Und? Spitzhacke, die haben. So, wir müssen mal was trinken. Das war's. Müssen sie auf jeden Fall merken, wo wir das Wasser gefunden haben. Das sollte dann unsere Wasserquelle werden. Die Frage ist, ob es da regnen muss. Oder ob sie die automatisch dann immer wieder auffüllt. Ah, okay, wir können das dann nur mal zerkleinern, das Holz. Und dann kriegen wir Rinde. Fasern. Fasern waren es. Den können wir noch nicht umhauen. Langer Stock ernten. Jetzt habe ich nicht aufpasst, wie viele Rinde brauchen wir. Mein Teil ist schon wieder voll. Schau, vielleicht reicht es auch schon. Ich bin sehr, sehr durstig. Sollten wir erst einmal aus dem Wasserschlauch trinken, oder? Bereitstellen. Da brauchen wir nur einen Hammer.
jetzt sehr ungut. Brennstoff haben wir 117%. Sollte man vielleicht, das Gebäude hat unfertige Erweiterungen. Okay, wir brauchen einen Hammer. Das war, das war, das brauchen wir. Regenspeicher. Jetzt wird's interessant. Jetzt brauchen wir da einen langen Stock. Drei lange Stöcke. Und so ist. Da brauchen wir aber wahrscheinlich auch wieder einen Hammer. Schauen wir mal. Holzhammer. Können wir schon herstellen. Spitzhacke, ja. Und dann können wir das jetzt verkloppen. Das sinkt unsere Ausdauer. Zack. Da haben wir unser eigenes kleines Lagerfeuer. So. Und dann bauen wir unseren Grill. Fehlende Vorräte, was fällt mir? Okay, da brauchen wir wieder Holz. Ein Sturm kommt. Findet Schutz. Ja, schwierig. Wir haben nicht sehr schnell mal geschafft, dass wir unser Lagerfeuer schützen. Hoffen wir, dass wir nicht. Dass wir nicht gleich beim ersten Sturm draufgehen, oder? Gut, dann Rinde, Brennholz, Stock. Ich fühle euch nicht mehr stärker. Ja, und wir werden wahrscheinlich das Inventar nochmal komplett ausdünnen müssen mit den ganzen Fasern, die wir haben. Also, dass wir mehr Äste mitnehmen können. Rinde in allen Arten von Stämmen, Bau- und Herstellungsmaterial. Alter, von denen haben wir jetzt wahrscheinlich ein Reisig, oder? Ried. Eiweizen. Feuer wärmt euch nicht mehr. Ja, jetzt wird gearbeitet. Gibt es einen Indikator, wann da der Sturm anfängt? Oder. Oder geht es dann einfach irgendwann los? Quelle Stock.
Nimm dir dann alle Stöcke wahrscheinlich auf. Wenn wir dann auf alles aufnehmen. Also nicht alles, was liegt, sondern bloß alles, was du ausgewählt hast. 4 Stöcke. Okay, das ist schon mal sehr praktisch. Mit dem können wir arbeiten. Jetzt war es so ein Regenbehälter schon richtig geil gewesen. Aber Griller werden wir wahrscheinlich Fleisch brauchen, damit wir da was brutzeln können. Nichts zu nehmen. Kleine gekochte Lebensmittel, okay. Haben wir da jetzt dann irgendwas? Wohnungspunkte. Okay. Feuerstelle. Zählt das jetzt als unser Hauptquartier? Dann sollte man wahrscheinlich schwache Fackel, Steinlaterne. Da glaube ich, kann man nur richtig früh machen. Bin sogar fast dafür, dass wir erst einmal so einen Regenbehälter nur bauen. Wieso brauchen wir eine Hacke? Ich befürchte, dass wir keine Hacke mehr bauen können, oder? Okay, wir gehen jetzt Holz hacken. Ich muss mich nur an die Steuerung gewöhnen. Holz hacken, Stein hacken. Dann sollten wir genug haben, dass wir mal von jeder Ausrüstung. Okay. Ein kleiner Stein. Dass wir von jeder Ausrüstung mal was haben. Und da müssen wir schauen, ob die zum Reparieren dann sind. Oder ob wir die komplett neu bauen müssen. 4 Steine. Können wir noch nicht. War das? Okay. Geht auf dem Gelände, wie gerade gehen kann, wähle einen Punkt als Höhenreferenz für das Werkzeug aus. Erfordert eine Hacke. So, dann haben wir. Haben wir genug Stöcke, brauchen wir noch. Ein bisschen bessere Ausrüstung. Also diese Birke. Da wird dann auch nochmal unterschieden. Okay, jetzt müssten wir nur für die Hacke haben. Zack. Da kann mit der Hacke zuhacken. Wieso ist da jetzt ein Ausrufezeichen?
weit entfernt. Ebenen. Das ist ja gut. Wieso ist der schief? Wärmt echt nicht mehr, brauchen wir jetzt auch nicht. Wir brauchen lange Stöcke, brauchen wir. Das durch da noch gelingen. Junge Tanne. Aufnehmen. Okay, er kann bloß einen. Hoppala. Er kann bloß einen langen Stock mitnehmen. Bereitstellen, was brauchen wir nun? Brauchen wir insgesamt 3 von denen. So, irgendwo langer Stock. Schilf. Da ist er. Okay, der Sturm ist jetzt schon vorbei. Ja gut, habe ich mir mehr erwartet. So, bauen wir nochmal an. Und dann nur Stöcker. Baumstumpf, Rinde. Harz, Baumstumpf, Brennholz. Oder irgendwo ist der 3. Sehr gut. Wenn ich jetzt ins Inventar schaue. Ah genau, dann ist da unten der große Baustoff. Oder beziehungsweise große Materialien. Hat der uns jetzt was Neues zu sagen? Hinweis anzeigen. Unterkunft drücke, um das Baumenü zu öffnen und einen Unterschlupf zu bauen. Bietet die einfachsten Unterkünfte für euch und eure Dorfbewohner. Ein guter Ort, um sich auszuruhen und eure HP aufzufüllen. Das ist unser nächster Plan. Mit der Steinaxt könnt ihr Bäume fällen und die benötigten Ressourcen sammeln, um eine Unterkunft zu bauen. Außerdem benötigt ihr eine Hacke, um das Gelände zu ebnen und einen Holzhammer, um das Gebäude zu errichten. So. Dann brauchen wir noch 6 Holz. Stöcke. Das wird man aber mit einem Baum eigentlich holen können. Sonst. Zwei bloß, das ist schade. Ja, da muss nur mehr einer dran glauben. Aber die langen Stöcke können wir dann auch verwenden für einen Unterschlupf dann. Beim letzten Schlag geht uns die Axt kaputt. Ja,
jetzt haben wir schon wieder Durst. Und unsere Ochse ist kaputt gegangen. Das ist ja komisch. Gut, jetzt sollten wir genug haben. Jetzt schauen wir nochmal zurück. Dann haben wir jetzt dann wenigstens eine Quelle für Wasser. Aber wieso ist das schief? Jetzt ist gerade. Okay, jetzt haben wir eine Wasserquelle. Okay, jetzt. Ja gut, es geht voran. Ein Brunnen. Muss aber in einem natürlichen Wasserspeicher platziert werden. Bitte große Mengen an Wasser. Was heißt denn natürlich Wasserspeicher? Ah, da wo wir das erste Mal Wasser gefunden haben. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt da einen Unterschlupf her. Ist ja jetzt ein bisschen blöd mit der Feuerquelle, oder? Ja, machen wir das so. Dann ist es da so geschützt vom Meer. Dann ebnen wir die Gaudi nur. Zack. Zwei Holzstämme. Aber komisch, dass die Axt jetzt trotzdem nur funktioniert, obwohl die eigentlich beschädigt ist. Oder jetzt nicht mehr. Wie sagt man, die Haltbarkeit abgelaufen ist. Langer Stock, den nehmen wir mit. Und dann wird es interessant mit den Dorfbewohnern. Vielleicht können die dann auch so Utensilien sammeln, also so Holz sammeln und sowas, da müssen wir uns nicht die ganze Zeit abmühen. So, da haben wir doch irgendwo einen Baum gefällt. Brennholz, langer Stock, genau. Die nehmen wir mit. Oder schon wieder eine Benachrichtigung. Das
finde ja auch komisch, dass die immer an derselben oder immer dieselbe auftaucht. Statt dass da mal irgendwas Neues kommt. Bereitstellen. Das war nur mehr ein langer Stock. Den hätten wir gleich von Anfang an gebraucht. Aber wir sollten wahrscheinlich die Knoblauchzehe mal essen. Weil nicht, dass die irgendwie vergammelt. Das haben wir einen langen Stock. Da haben wir noch einen. So, jetzt wird wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr das Wasserproblem werden, sondern eher das Nahrung. Aber da müssen wir wieder Beeren sammeln gehen. Und vielleicht dann nochmal jagen. Bereitstellen. Dann brauchen wir noch Holz. Es ist Stöcke zumindest. So, jetzt einer. Dann zerhacken wir die nochmal, oder? Jetzt ist es kaputt gegangen. Aber Horst können wir nicht reparieren. So wie es ausschaut. Dann brauchen wir nochmal einen Stein. Der war zum Beispiel auch bloß gewesen für einen Brunnen. Könnten wir uns dann eventuell auch mal bauen, beziehungsweise eigentlich haben wir jetzt mit dem Regenständer eigentlich alles, was wir brauchen. So, dann gehen wir noch ein bisschen Holz hacken. Drei haben wir. Dürfte man eigentlich nur haben. Aber bis jetzt haben wir eigentlich bloß das Ziel, dass wir irgendwie überleben. Also nicht irgendwie so ein Bossgegner oder sowas. Wie ein Ark, glaube ich, war es. Dass man da ja irgendwie Bossgegner oder sowas bei der Arbeit verletzt. Okay. Brauchen wir nur Rinde. Hey, jetzt machen wir richtig Progress eigentlich. So mit Unterschlupf, Regensammler. Haben wir sogar schon 3 Tage überlebt. So, wo ist eine Rinde? Da Rinde.
Harzrinde. Reed brauchen wir nicht. Da Rinde. Sollte jetzt auch wieder genug sein. Es sollte da irgendwo eine Angel geben. Die sollten wir vielleicht dann nochmal, weil wir können ja wahrscheinlich da fischen gehen. Nicht, dass wir uns nur mehr verletzen. Neue Tat abgeschlossen. Wo war das mit den Taten nochmal? Da war's. Ein Rathaus. Ins Bett gehen. So, jetzt muss ich kurz einmal eine Pause machen. Aber ich bin eh gerade. Bin gleich wieder da. Was ein Ei ist verdorben. Ihr erholt euch nicht mehr. Das Haus verwalten, Dorfbewohner unterbringen. Weist Dorfbewohner einem Gebäude zu. Dorfbewohner, die dieses Haus bereits zugewiesen sind, sie können entlassen werden. Dorfbewohner, die obdachlos sind und ihrem Haushalt zugewiesen werden können. Dorfbewohner, die bereits einen Haushalt haben. Die Anzahl der Dorfbewohner, die hier untergebracht werden können. Okay. Hier können wir anscheinend aufwerten. Das geht mit der Maus deutlich einfacher. Ja, aber egal. Gut, also wir können da schlafen. Aber wie können wir Dorfbewohner rekrutieren? Wir haben Hunger. Wahrscheinlich mit Magie. Das Auge Odins. Einen neuen Dorfbewohner anzulocken. Okay. Okay. Aber Angelrute. Okay, brauchen wir Seil und Holz. Das wird man. Fasern. Das wird man nicht. Aber dann hat das wenigstens einen Sinn, dass wir so viel Reed aufgenommen haben. Genau, das wollte ich nicht aufnehmen. Aber dann schauen wir schnell. Da was. Nein, da was. Stock, Reed.
Aber gut, dass wir das jetzt auch wissen, dass man sich die Sachen nur mal ganz zerkleinern kann. Gut, dann Seil haben wir gesagt. Haben wir genau 10, perfekt. Und dann können wir jetzt eine Angelrute machen. Da können wir jetzt da im Meer fischen. So, wie ziehen wir das wieder ein? Kein Köder. Müssen wir da einen Köder befestigen? Ja, gut. Schnell zu Slot wechseln, benutzen. Erfordert Köder. Und Köder haben wir halt noch keinen. Rathaus drücken, um das Baumenü zu öffnen und das Auge Odins zu bauen. Das Auge Odins ist ein uraltes Artefakt, das euch hilft, euren Stamm zu vergrößern. Mit Otrenblut könnt ihr so ihr es aktivieren und einen von zwei Dorfbewohnern zum Beschwören auswählen. Feinde werden von seiner Macht angezogen, da das Auge Odins oft im Mittelpunkt von Invasionen steht. Beschütze es gut, denn es ist der einzige Weg, euren Stamm zu vergrößern. Ja, gut. Dann sollten wir das doch mal bauen, oder? Aber wir haben dann trotzdem Kühler aus rotem. Ah! Roher Fisch. Wir brauchen Beeren. Da jetzt nur Fackel geben. Steinmesser, können wir das noch machen? Okay, da brauchen wir nur Steine. Ist. Ah, Muscheln. Können wir dann natürlich auch essen. Was ist denn jetzt? Können wir jetzt die Kreaturen der Nacht häuten und Feuer anzünden? Auge Odin wollten wir noch machen. Das ist jetzt einfach da her. Zu weit entfernt, ebnen. Entschuldigung.
man die? Kann man euch helfen? Okay, du. Das sind Zombies. Stirb! Was? Hat man überhaupt keine Ruhe? Halt man den jetzt? Gut, dass wir das Messer gebaut haben. Jetzt können wir gleich komplett ausnehmen, wie so eine Weihnachtsgans. Ein Splitter. Ja, geben die uns überhaupt was? So. Wir steigen jetzt mit Holten auf, aber. Aber sonst. Vielleicht der. Ja, Holten 3, sehr gut. Wieder verletzt. Okay. Knochenfragmente. Werkzeuge. Wir verwenden, um Straßen oder Feldwege zu bauen. Knochen. Kochen. Aber für was brauchen wir die Knochenfragmente? In der Knochenspitze, okay, Pfeil und Bogen wahrscheinlich dann. Aber ist dann Bogen wahrscheinlich? Wir haben nur jetzt auch bloß Werkzeug und bis jetzt noch keine einzige Waffe. Schwacher Schild, einfach Stachelknüppel. Okay, da brauchen wir auf alle Stöcke. Das Haus, also das Urin, was brauchen wir da? Steine, Stöcke. Das Übliche halt. Die haben uns jetzt unser Haus kaputt gemacht. Die Schweine. Ah ja, wir sollten eventuell was trinken. Und wir sollten schauen, ob wir nochmal Beeren finden, weil dann könnte man einen Köder machen. Dann könnte man mal fischen. Ich sehe gerade, wir haben gerade Hunger. Dann lesen wir schnell. Und Fackel sollten wir auch noch bauen. Es gibt einfach so viel zum Tor. Da wird vielleicht sogar das Auge am wichtigsten.
Weil dann kann es vielleicht der Dorfbewohner machen. Dann kann vielleicht der Dorfbewohner fischen, also Nahrung besorgen. Wasser haben wir jetzt, glaube ich, eh. Einen kontinuierlichen Zulauf. Stöcke sollten wir direkt alle aufnehmen. Und dann nehmen wir den mit. Dorfbewohner 0. Das sollte man nur ändern. So, dann nochmal Stöcke. Für den brauchen wir Stein. Also Stein und Stöcke brauchen wir für beides. Und vielleicht sollten wir mal schnell noch Bären oder sowas suchen. Ah, das ist. Na. Hätten wir jetzt nicht gebraucht. Stöcke. Ja, schade, dass es da nicht so, also nicht mehr Muscheln gibt. Mit denen hätten wir auch schön überleben können. Das erste Mal reparieren. Hier Baumaterialien. Also jetzt braucht man ganz wichtig, jetzt suchen wir Nahrung. Sonst sterben wir da jetzt nur. Schauen wir, ob wir irgendwo Bären finden. Flachs brauchen wir nicht, Vogelnest. Haben wir uns gleich Bären rein. Zack. So, und jetzt der mal schnell Stein hacken. Ah, da müssen wir noch. Den nehmen wir auch noch mit. Jetzt können wir auch Köder machen. Ich hab euch bei der Arbeit verletzt, dass der so unbeholfen ist.
Also für die Arbeit zwei Steine. Das ist schon sehr, sehr ernüchternd. Aber wir brauchen normale Steine und keine. Wie heißt denn die Spitzensteine? So, jetzt nehmen wir die alle auf. 7. Sehr gut. Und schauen wir mal nach Dorfbewohnern. So, bauen wir die Gaudi. Was brauchen wir denn da? Brauchen wir Tutorial. Ressourcen. Oder war das bei Tagebuch? Gebäude, Materialien. Ah, okay, große Steine brauchen wir. Beziehungsweise machen wir jetzt nochmal einen Köder. So, und jetzt, wenn wir die Angel haben. Hahaha. Ah, wie friedlich. Da hinten hupfen Fische. Ist zu spät eingeholt. Ha, check ihn nicht. Tut sie da was? Jetzt. Fisch ist entkommen, ja wie? Was soll das? Also man muss auf die Angelroute achten, wenn die Angelroute. Oh, ich hab jetzt eher auf den Schwimmer geschaut. Ein Seebarsch. So, können wir den jetzt. Entzünden?
Feuerstimmel-Menü. Nehmen, Lager öffnen. Wo ist mein Fisch? Okay, der ist im Schnellmenü. Moment. Da ist er. Wo kann ich den nicht grillen? Ich hab den ganzen frischen. Was hab ich jetzt gemacht? Habe ich den Fisch jetzt roh gegessen? Ich check's nicht. Wir wollten große Steine. Bevor wir da jetzt irgendwie komplett Zeit verdrödeln. Soll sie dann der Ding. Oh. Soll sie dann der Dorfbewohner damit rumärgern? Soll dann der Fische kochen und so? Nummer uno. Jetzt brauchen wir noch einen. Bereitstellen. Bauen. Schwinde! Die geht ja wenigstens gut. Aktivieren nicht genug Brennstoff. Okay, was heißt das? Vorteile. Der ist schnell, oder? Wir holen uns jetzt einfach mal den. Oder ist der schnell müde? Braucht schnell Wasser? Aktiv und läuft. Bevor ich das mit Jotunblut, um einen neuen Dorfbewohner anzulocken. Okay, gehen wir jetzt mal schnell fischen, weil das möchte ich jetzt nur mehr ausprobieren. Ja, wahrscheinlich müssen wir das
einen Behälter wechseln drücke. So wie jetzt mit dem Jotunblut. Ein Seebarsch. Käme da jetzt dann eigentlich. Aufwerten können wir nicht. Okay, solange das jetzt läuft, können wir wahrscheinlich das andere Jotunblut, was wir haben, nicht rein da. Gekochte Lebensmittel. Ich kann jetzt bloß. Kein Fisch, der die Hühnchen schmeckt, kann im Sommer und Herbst gefangen werden. Kochen. Wieso geht das nicht? Muss ich mit dem Fisch irgendwas machen? Benutzen, fallen lassen zu Slot wechseln. Trinken wir da mal schnell. Arbeiter verwalten. Arbeiter zuweisen. Da müsste jetzt wahrscheinlich erst einmal der Dorfbewohner kommen. Wo Essen auf Feuer trifft. Aufgaben anzeigen. Aufgabenmenü. Wählt einen Gegenstand aus einer Kategorie aus. Wählt die gewünschte Menge aus. Dies ist die minimale Menge, die produziert wird. Die Aufgabe kann wiederholt werden. Wählt den Dorfbewohner aus, der die Aufgabe arbeiten soll. Aber was können wir denn da umgedrehen? Wie ein Köder. Ich check's nicht. Also den Fisch können wir wieder essen. Ja, ich möchte ja nicht die ganze Zeit rohen Fisch essen. Haus verwalten, Dorfbewohner unterbringen. Dorfbewohner, die diesen Haushalt bereits zugewiesen sind, sie können entlassen werden. Okay, das haben wir eh schon gesehen gehabt. Dann gehen wir jetzt mal ins Bett, oder? Okay, was lädt er da jetzt auf? Okay, der füllt bloß ein bisschen HP auf. Und mehr dann auch nicht. Okay. Ja, dann den Fisch müssen wir mal ein bisschen. Bis der Dorfbewohner kommt. Ein Schild kann. Waffen müssen wir nur bauen. Vielleicht sogar nur ein Schild. Nur mal ein Seebarsch. Einfach Holzfällergrube, Steinbruch. Sammlergrube. Ah,
Da kriegen wir dann unsere Dorfbewohner wahrscheinlich. Leg den Fisch doch mal auf den Boden. Ah, okay. Bei der Arbeit verletzt. Toll. Okay. Dann Behälter wechseln. So, müssen wir jetzt auf das aufpassen, oder ist es dann automatisch fertig? Gekochter Fisch. Haltbarkeit. Okay, wahrscheinlich läuft das dann so lange durch, bis er aufpassen, okay. Aber woher weiß ich das? Der ist jetzt schon fertig. Okay. Aber was ist dann das untere für eine Leiste, die man sich füllt? Was sagt die aus? Holzfällerlager. Ein wackeliges Gebäude, das die Dorfbewohner ermöglicht, Holz zu fällen. Ein wackeliges Gebäude, das die Dorfbewohner ermöglicht, Steine aufzubauen. Ja, wahrscheinlich sollten wir erst einmal das bauen. Und jetzt denke ich mir so, wir hätten uns wahrscheinlich einen anderen Platz suchen müssen. Ja, hauen wir uns gleich den Fisch rein. Jo. Der gute Seebarsch. Ist das jetzt schon eben, oder? Gut, Holzstämme. Er muss ja dann gleich was zum Tor haben. Der gute Junge. Hallo? Dorfbewohner und Arbeit. Eure Dorfbewohner sind standardmäßig Bauarbeiter. Sie beginnen automatisch auf dem Bau jeder Baustelle, die ihr platziert. Um ihnen eine andere Arbeit als Bauarbeiter zuzuweisen, müsst ihr ein Produktionsgebäude bauen und sie ihm zuweisen. Baut eine Holzfällergrube und weist ihr den neuen Dorfbewohnern zu. Dadurch wird er zum Holzfäller. Um ihn wieder zum Bauarbeiter zu machen, müsst ihr ihn von seiner aktuellen Arbeit entlassen.
Ein Stock kann ich sein finden. Jetzt müssen wir nur schnell. Wohlgenährt. Es ist jetzt vom. Das ist Lean. Ich bin sensibel, was das Wetter angeht. Ihr habt ein angeborenes Gespür dafür, wann ich trinken sollte und wie ich am Wasser sparen kann, um meinen täglichen Wasserverbrauch zu reduzieren. Ja, das war das Erste, was er gemacht hat. Erst einmal zum Wasserfänger gehen. Ich bin hervorragend, Werkzeug, Waffen und alle Gegenstände herzustellen. Bei Nahrungsmittelknappheit. Okay. Schlaf, Freizeit, Arbeit. Okay, man kann ja so einen Tagesablauf zusammenstellen. Nicht zu handeln. Baut er das dann jetzt am Miet oder gefreut ihm das nicht? Das brauchen wir jetzt nicht immer anzahlen. Kehrt jetzt ihm das. Ah ja. Ja! Er kann nochmal schlafen, dann. Der mir jetzt dabei mal das Lebensmittellager bauen. Weil dann hat er gleich eine Aufgabe, die wo er liegen kann. Aber dass er dann nicht selber irgendwie Baumstämme oder sowas holt. Er kann sich jetzt noch mal ausruhen, dann noch wieder versklavt. Haben wir sonst noch was? Das sind wieder Seil. Seilstock, langer Stock. Wieder Vogelnest. Die werden wir wahrscheinlich brauchen für Pfeile dann. Jetzt haben wir immer noch keine Waffe. Aber das gehen wir ja dann noch. Ich hoffe, der Liam kann irgendwie unser Dorf mitverteidigen, falls wir wieder angegriffen werden, weil sonst haben wir ein Problem. Ragnar geht's eh? Ragnar! Jo, gib mir. Hä? Wo ist jetzt? Jetzt im Wald gegangen. Na. Hä? Achso, er faulenzt da. Jetzt hätte ich ihn fast nicht gesehen. Das Kind brauchen wir auch nicht mehr. Zeitplan mal los, findet er nicht so gut. Ja, das können wir dann gleich ändern. Ja, wenn wir dann mal die Auswahl haben zwischen verschiedenen Dorfbewohnern, können wir dann einmal schauen, weil er ist jetzt gut im
Mit Wasser sparen und sowas. Vielleicht gibt es dann auch die, wo gut Bauarbeiten können oder die so gewisse Sachen besser liegen. Hallo? Möchte mir irgendwas sagen? Du kannst mir mal folgen und irgendwas da, oder wenn es dich gefreut, aber ansonsten halt nicht. Sitzt da der Stock? So, brauchen nur Fasern. Oder beziehungsweise Seil können wir das jetzt schon herstellen. Haben wir nur etwas Fasern. Okay. Dann ernten wir die Gaudi da. Ja, wir sind jetzt momentan ein bisschen mehr Inventar voll. Mehr Sammler als alles die andere. Da war's. So. Dann wir die Gaudi ernten. Okay, hätten wir wahrscheinlich vorher schon die ganze Zeit. Machen können. Wir brauchen unbedingt was zum Trinken. Wir saufen jetzt das komplette Wasser aus. Seil haben wir gesagt. Das haben wir immer noch nicht genug. Aber eigentlich auch interessante Mechanik, dass man das erst da fallen lassen muss, damit man das bearbeiten kann. Jetzt haben wir das falsche fallen lassen. Das ist nicht so schlimm. Genau, dann dürfen wir jetzt genug haben für Seile. Und dann kannst du mal was arbeiten, mein Freund. Wo
Wo ist denn unser Hammer? Ist der kaputt gegangen? Aber gut, dass der Liam schon alles hier dabei hat. So, und wie weiß ich die jetzt zu? Arbeiter verwalten. Zuweisen. Hat der jetzt da einfach Bären ausgegessen? Okay, er sammelt Muscheln. Das ist ja genial. Was haben wir denn da? Gewisse Marker. Einfache Produktion. Das müssen wir noch machen. Werkzeuge sollten wir eigentlich auch alles besitzt haben, was wir brauchen können. Fackel, aber Fackel, glaube ich, wird jetzt momentan nur überbewertet. Wir haben Nahrungsversorgung. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt die Frage, können wir da den... Was ist der Leben wieder angegriffen? Verteidigt er sich nicht? Okay. Das können wir. Okay, er könnte dann wahrscheinlich ein Kocher. Aber wollen wir das? Okay, wir haben dann einen Arbeiter, der wo... Oder wir brauchen einen Dorfbewohner, der wo einmal das sammelt und einen, der wo kocht. Falls wir einen Koch brauchen. Aber wir machen jetzt erst einmal... Holzfüllerlager. Ich will nicht schauen, ob wir das. Okay, das können wir nicht entfernen. Möchtest du mir was sagen? Du wurdest angegriffen. Das ist ganz toll. Herstellen, sammeln. So Anfänger. Vielleicht verbessert er sich dann mit der Zeit auch. Was?
rote Bärenkohl und werden noch gelbe Pinsel finden. Sammelmarker. Weiß den großen Bereich zum Sammeln von Nahrung zu. Ah, okay. Weiß einen Bereich zu, in dem der Bauarbeiter Ressourcen finden können. Man kann einer sagen, wo sammeln sollen. Okay, da ist jetzt komplett beschissen aufgestellt. Okay, dann müssen wir aber wahrscheinlich ins Landesinnere gehen. Und da ist jetzt unser Standpunkt schon wieder extrem beschissen. Werkgrube. So ein Holzfällergrube. Okay, die Gruben müssen wir bauen. Damit wir die besseren Werkbänke und sowas bauen können. Da wird es bestimmt da irgendwo, also so ein Sammelmarker für das Gebiet, da kann er dann nur Holz und Stor finden. Aber so Nahrung ist, glaube ich, da generell ein bisschen schlecht. Die Frage ist auch, wie weit ist Weckerzeit ja von unserer Base? Die Storne, müssen wir auch mal schauen, was das ist. Okay, gehen wir einfach sammeln. Dann holen wir uns einen zweiten Dorfbewohner. Und dann schauen wir, dass wir einen Koch machen, oder? Oder einen Holzfäller. Wenn der wohl ein Steinbruch arbeitet. Was auch gut wäre, wenn man den Dorfbewohnern zuweisen könnte, dass die auch Sichelsteine sammeln. Oder Splitter am Schluss erst aus, oder? Ja. Zwei. Wie viel brauchen wir? 6 für einen, oder? So, so weit wie gekauft. So, wir wollten. Was wollten wir jetzt eigentlich? Es war interessant, wie groß der Marker sozusagen das Gebiet dann einkreist. Gemüsekorb. Okay, brauchen wir eigentlich alles hier momentan nicht. Thank you.
schon mal aktivieren. Nicht genug Brennstoff. Okay, Zwabra hat man nur. Wir wollten Rüstung oder beziehungsweise Waffen bauen. Und auch das Lager. Die Richtung. Weil dann ist das, dann haben die Dorfbewohner sozusagen die einen kürzeren Weg. Müssen sie so weit gehen. Zack. Dann kann wahrscheinlich der Liam nicht fischen. Haben wir jetzt eigentlich Fasern oder beziehungsweise Fasern hat er. Der Liam baut. Slot wechseln. Schauen wir, können wir das ernten? Okay, können da auch Fasern aus. Aber Fasern brauchen wir eh für Seile. Wenn ich das jetzt so liegen lasse, schafft es dann der Liam, dass er das aufsammelt. So, trinken haben wir genug. Ich hoffe, dass der Liam auch nicht verhungert. Muss ich auf das aufpassen. Fasern nehmen wir auch mit. Ja, vielleicht sollte man einem Liam dann eher entweder Steinbruch oder Holz zuweisen. Vielleicht tut er sich dann da leichter. Großer Stamm brauchen wir nur. Ja, dann kann er Holz fällen, dann können wir dann unsere
unsere Gebäude weiterbauen. Brennholzrinde. Gut, dass wir da so vorgearbeitet haben. Jetzt haben wir schon die meisten Bäume mitgenommen. Nehmen uns die junge Tanne. Stöcke nehmen wir. Ja, glaube ich, ist das Einfache, also Einfachste, dass wir Liam jetzt einfach mal Holzarbeiten zuordnen. Und dann vielleicht echt schauen, dass wir vielleicht Hirsche oder sowas jagen. Oder was sonst nur so viele Tiere gibt. Dann haben wir mal nicht. Liam, aufstehen! Sollten wir uns nur einen Hammer bauen? Ja, müssen wir mal schnell den Wald Stöcker sammeln. Ja, wahrscheinlich, wenn wir da einen Brunnen bauen würden, dann hätten wir überhaupt keine Probleme mehr mit Wasser. Sollten wir wahrscheinlich zurückgehen, oder? Wenn da schon wieder irgendwelche Viecher kommen. Aber wieso kosten sie nähern sich, aber nicht, dass sie uns angreifen, oder? Was sind das für Hosen? Wann ist die? So, ich bin schon voll der Bauarbeiter. Achso. Lieben wirklich zuweisen, dass wir die momentanen Sammelgrube entfernen, ja, bestätigen. Okay, jetzt ist er grün. Achso. Vorher war er ja lila. Aber wir werden trotzdem Nahrung brauchen. Auf kurz oder lang. Da werden wir Pfeil und Bogen brauchen, damit wir die Viecher erwischen. Das hilft dann nicht. Verlassen das doch, weil es warnt die. Aber dienen die dann zur Nahrungsbeschaffung wahrscheinlich.
So, mit Fasern. Stöcke nehmen wir. So, und dann schauen wir, wie weit der Lehm ist. Vielleicht hat er schon was gesammelt. Aber wenn wir alles nochmal neu irgendwie, also weiter im Landesinnere dann aufbauen müssen. Lehm, wie geht's voran? Brauchen wir doch Holz. Wir brauchen große Stämme. Ja, Lehm, du bist ein Schatz, das ist der Wahnsinn. Das war schon die richtige Entscheidung, dass wir ihm jetzt Holzarbeiten zugewiesen haben. Genau, dann. Was haben wir denn da? Verteidigungsanlagen. Können wir da nochmal Gartenarbeit oder sowas auch machen? Halt. Schwacher. Und das ist ein einfacher Stachelknüppel. Wenn, dann machen wir gleich den, würde ich sagen. Fasern werden wir brauchen. Brennholz. Ich hoffe mal, Liam, der kümmert sich selber um seine Nahrung. Um alles, was er braucht. Kann mich nicht um ihn auch noch kümmern. Wir sind ja selber so immer kurz vorm Verhungern. Ja, komm. Gib mir die Rinde. So. Und dann haben wir gesagt, bauen wir uns einen Bogen. Stellen wir einen Bogen und dann Stöcke. Hey Liam. Wie funktioniert jetzt der Bogen? Der sammelt ja extremst. Pfui. Bin echt begeistert, Liam. Jetzt hätten wir uns echt einen zweiten Dorfbewohner noch hin, der wo dann Steine sammelt. Dann sollten wir genug Ressourcen haben. Okay, das ist dann blau. Holzmarker.
ein paar Arbeiter Ressourcen finden können. Gibt es wahrscheinlich irgendwie Jagdhütte oder sowas ja auch noch. Fischhütte, Jagdhütte. Sammlerhütte brauchen wir. Müssen wir die Gebäude wahrscheinlich auch nur aufrüsten. Was haben wir? Fortgeschrittene Werkzeuggrube. Radius anzeigen. Okay, bei Erm zeigt das irgendwie besser, oder? Oder halt für Erm ist das irgendwie weiter. Warte nochmal. Abreißen. Hallo. Nur gleich dann hoppen. Hat er das Problem, dass er noch keine Pfeile hat? Na, zur Herstellung von Pfeilen verwendet. Haben wir so wenig Federn? Tatsache. Haben wir nicht etliche Federn vielleicht sogar in das Lager reingeschmissen? Gemüse. Okay, das müssen wir wahrscheinlich auch so machen. Nein, das brauchen wir nur. So. Lager öffnen. Mit so einer Werkzeughütte könnte man dann wahrscheinlich sogar die Werkzeuge reparieren. Okay, jetzt haben wir einen Bogen. Ich kann mir das eigentlich einstellen, dass er. Dass er das automatisch sprinten. Das ist bei Amschuss Laufer. Okay. Das gibt es dann anscheinend. Also entweder beim Controller nicht. Der kann nur bloß Hocke gehen. Nahrung brauchen wir. Wir haben heute nichts zum Essen.
Das ist halt nur ein Problem. Ja, draußen geht's ja voll ab. Zu spät eingeholt. Jetzt wird's aber dann ein bisschen kritisch. Jetzt haben wir bloß noch zwei Bären. Dann schmeißen wir den letzten Tyranno mit rein. Dann haben wir uns mit Fisch voll. Ach, okay, geh, wieso? Müssen jetzt Rundfisch essen. Hey, ist Arschlöcher! Alter, sind die heftig. Ja gut. Was heißt als Geist? Okay. Was müssen wir machen? Es wird schon, dass der Liam uns nicht geholfen hat. Ich hätte einen Dorfbewohner opfern können. Wieso ist es so belastend? Die haben uns jetzt alles kaputt gehauen. Alles. Ja gut. Jetzt gehen wir hier komplett von vorne fangen.
Ja gut, dann soll es das für heute gewesen sein, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.